Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Guide hier auf den Nerdgedanken zu Korn und Exiles. Ich verrate euch heute, wie ihr an die Unterwassertauchmaske kommt, die Atemmaske, mit der ihr deutlich leichter unter Wasser atmen könnt, die euch auch den Balken, den ihr unter Wasser an Atmung habt, sehr weit verlängert. Den braucht ihr vor allem für das Unterwasser-Dungeon, damit erspart ihr euch eine Menge Stress. Ihr müsst dafür in den Dschungel. Und ich zeige euch jetzt mal hier auf der Karte, wo ihr hin müsst. Das ist das Quadrat N8 hier unten. Und das ist in der Nähe der Bukanierbucht. Lauft einfach am besten die Küste hier entlang. Da habt ihr relativ wenige Hindernisse, außer eben nervigen Piraten. Und hier geht es dann eine Schräge nach oben. Oh. Und hier unten gibt es dann auch gleich mal nervige Leute, die meinen, sie müssen hier noch ein bisschen Stress schieben. Oh Mann, komm Kumpel. Wenn ich ihn jetzt noch treffen würde, wäre es noch schöner. Naja, stress mal hier nicht rum, Kumpel. Thema erledigt. Wir begeben uns allerdings die Rampe weiter hinauf. Und werden hier jetzt gleich auch nochmal mit Gegnern zu tun bekommen. Unter anderem lästigen Tierchen. Ja, ja, nerv mal nicht rum. Nehmt euch am besten hier auch noch ein paar Verbände mit, falls die Gegner euch eine Blutung verpassen. Damit kann man das nämlich sehr, sehr gut stoppen. Dann habt ihr deutlich weniger Stress. So, mal rum. Und mit einem Begleiter ist die Sache natürlich deutlich weniger stressig. Vor allem mit einem, der einigermaßen gescheit ausgerüstet ist. Hier kämpft ihr vor allem gegen Piraten und Panther, was jetzt ein bisschen lästig sein kann, denn die verursachen ja Blutungsschaden. Aber unser eigentliches Ziel ist natürlich hier hinten, diese Ecke mit den verschiedenen Gegnern. So, machen wir hier gleich mal eine rein. Einer weniger kann nicht schaden. Passt ein bisschen darauf auf, wie viele Gegner ihr habt und wie viele Gegner auf eurem Gefährten rumflügeln. Das Ideale ist natürlich, wenn euer Gefährte euch die Kampfarbeit abnimmt. Hässliches Vieh. Und besser ist es natürlich, wenn ihr jetzt nicht gleich das Ding hier runterstoßt. Also das ist so ein bisschen... Wow. Hier ist unser Gegner, den wir brauchen. Bestienmeister Thymos. Den wollen wir umhauen. Denn der gibt uns das Teil, das wir brauchen. So, jetzt haue ich mir noch ein bisschen Heiltrank rein. Und hier seht ihr es auch im Loot schon. Die Unterwasseratemmaske ist hier drin. Ich schnapp mir die mal. Ich habe die zwar schon, aber für Freunde mitnehmen ist immer gut. Hier im Camp selber findet ihr dann nur noch ein bisschen Trash, der etwas nervt, aber ansonsten nichts kann. So. Die Unterwasser-Atemmaske ist eine hochwertige Rüstung, hat nicht allzu viel Mega-Rüstungswert, aber gibt euch eben die Wasseratmung. Ich werde euch gleich mal zeigen, wo die Unterschiede dafür sind. So sieht das gute Stück aus, also es geht definitiv hübscher, aber es geht ja hier nicht um die Optik, sondern um die Funktionen. Dazu aber gleich mehr. Ich werde jetzt einfach mal hier unter Wasser ein bisschen tauchen und wir schauen, wie lange meine Atemluft ohne die Maske hält. Das ist jetzt nicht allzu lange. Das sind, sagen wir mal, wir gurken jetzt ein bisschen unter Wasser. 10 Sekunden haben wir jetzt schon. Wenn ihr hier unten dann zum Beispiel nach Schätzen tauchen möchtet, gerade in der Bukanierbucht, ist das eine sehr lohnenswerte Sache, denn da findet ihr immer Gold und Silber drin. Da sind wir jetzt bei 20 Sekunden mindestens. Lalala, das Schwimmen ist schön. Oh Mann. Ja, ihr seht's aber, es geht langsam aber sicher runter. 30 hätten wir jetzt auch schon. Mal zurück zum Ufer. 40. So, jetzt wird es schon etwas knapp und ungesund.
Das wollen wir dann natürlich nicht. Oi, wei, jetzt kriegen wir hier gleich nochmal Ärger. Aber der kommt jetzt eh nicht ins Wasser. So. Nehme ich mir doch mal die Atemmaske zur Hand. Die nagelneue. Und probiere es nochmal unter Wasser. Los geht's. Sieht auch so ein bisschen strange aus. Das ist dieselbe Optik wie bei der Sandsturm-Hilfsmaske. Nur eben mit deutlich blauerem Turban. Ihr seht, es geht deutlich, deutlich langsamer runter. Mit diesem Teil könnt ihr in Unterwasser-Dungeon zwischen den einzelnen Sektionen sehr viel leichter tauchen, habt weniger Stress. Also ich finde es persönlich sehr, sehr hilfreich. Oder eben, wenn ihr hier jetzt nach den Schatzkisten versucht zu tauchen, die bei den Piraten unterhalb der jeweiligen Aufbauten im Wasser zu finden sind. Jetzt hier natürlich nicht. Ansonsten könnt ihr immer noch so ein bisschen unter Wasser rumgurken und die Fische angucken, die hier rumschwimmen. Ist doch auch schön. Oder seltsamen Geräuschen unter Wasser lauschen. Ach ja, unter Wasser. Alles schön, alles toll, alles wunderbar. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke mal, ihr seht jetzt auch, wie viel Spaß und wie lange man mit diesem, wie viel Spaß man mit dem Ding haben kann und wie lange man unter Wasser damit bleiben kann. Also das ist jetzt mal locker schon eine Minute, die ich versuche mit interessanten Facts zu füllen, die natürlich nicht vorhanden sind, aber ich möchte es euch natürlich auch demonstrieren, wie lange man mit dem Ding hier tauchen kann. Es lohnt sich, es zu holen, es ist nicht sonderlich schwierig, ihr braucht halt einfach nur irgendeinen Gegner, einen Gefährten, der euch dabei hilft, die scheußlichen Panther und die Gegner ein bisschen umzuklopfen und alles andere bleibt gut. Ihr Lieben, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hilft euch, die Atemmaske zu finden. Und wenn ihr Bock darauf habt, gebt mir doch mal einen Kommentar, was ihr als allernächstes hier zu Conan Exiles als Guide sehen möchtet. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschüss.